Hallo zusammen, willkommen bei EDC Austria, Stefan hier, noch immer im Spital. Heute reden wir über die Nightcore T2S. Das ist ein Schlüsselanhängerlicht von Nightcore, ein sehr hochwertiges um 30 Euro, hat allerdings nur maximal 50 Lumen, allerdings werdet ihr später sehen, dass die durchaus nicht so wenig sind. Das ist relativ sehr schön kompakt. Es wird gesteuert ganz normal, wie man solche Lampen steuert, über den Drehknopf. Man hat eben von Haus aus, wenn man es aufdreht, fängt er beim stärksten an, was recht nett ist, nämlich mit 50 Lumen. Da läuft es mit einer AAA-Batterie 90 Minuten. Wenn man dann auf 20 Lumen runtergeht, läuft schon 3 Stunden und 30 Minuten. Und mit 2 Lumen, die auch nicht zu verachten sind, wenn es wirklich dunkel draußen ist, dann läuft schon 28 Stunden. Es hat eine Distanz von 28 Metern. Also eine Strahldistanz, die Stärke sind 200 Candela. Es ist fallsicher aus 1,5 Metern und ist wasserdicht bis 2 Meter, also der IPX8 Standard. Sonst kann man nicht viel sagen. Ich habe natürlich hier nicht die ganze Packung mit und so weiter, weil hier auf der Nightcore-Seite sehe ich es mit einem Clip und ich weiß jetzt nicht, ob der ursprünglich dabei war. Sobald ich zu Hause bin, schaue ich nach und schreibe das in die Beschreibung, weil ich habe es immer über den Ring einfach befestigt am Schlüsselbund. Und ich habe das schon sehr lang mit mir getragen, das heißt, es war unter den anderen Schlüsseln. Man sieht hier trotz der hochwertigen Verarbeitung, ist es doch schon ein bisschen mitgenommen, aber nicht so sehr. Also es ist ja Aluminium und hart eloxiert. Aber trotzdem, manche Kratzer machen sich halt dann breit. Jetzt ist eine günstige Batterie drinnen. Ich glaube sogar eine, die mit dabei war, weil ich die mal testen wollte, was so eine Batterie kann. Einfach so eine No-Name-Batterie. Aber normal verwende ich eine aufladbare Batterien für solche Sachen. Es wird natürlich ein relativ kurzes Review, weil ich nichts zum Vergleichen da habe. Außer von der Größe könnten wir noch die OLED nehmen, damit man sich ein bisschen was vorstellen kann. So, hier hat man im Größenvergleich die OLED S1R, die auch mit der magnetischen Hülle ist sogar ein bisschen kürzer als die, aber natürlich um einiges dicker, weil es eine CR123A Batterie hat. Aber so für den Schlüsselanhängergebrauch kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Vor allem, wenn man es mal im Angebot ein bisschen günstiger als 30 Euro kriegt. Ist sie die 30 Euro wert? Ist schwer zu sagen, aber ich habe schon oft jetzt Lampen um 15 Euro oder 20 Euro, die dann schwere Defekte entwickelt haben und die ich entsorgen musste gehabt. Also das liegt jetzt immer im Auge des Betrachters sozusagen.
Für mich ist es das wert, weil ich habe gern eine, auf die ich mich verlassen kann. Und die OLED kann ich kann sie auch sehr runterdrehen, aber die ist halt angenehm, weil ich weiß, ich kann sie nicht zu sehr raufdrehen. Und natürlich OLED und Nightcore sind beides Markenlampen und sehr stabile Lampen. Aber die OLED kostet halt doch mit dem Ladekabel 70 Euro. Wenn ich das Ladekabel noch kriege, wenn mir das jemand mitnimmt, mache ich hier auch noch ein volles Review. Da kann ich dann ein bisschen mehr machen als nur mit einer Keychain-Taschenlampe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte hinterlasst ein Like und abonniert für zukünftige Videos. Sobald ich natürlich vom Krankenhaus wieder zu Hause bin, werden die ein bisschen professioneller. Macht es gut. Tschüss, Baba. Okay, hier haben wir die Lampe mit 50 Lumen. Und man sieht, es wird schön das ganze Zimmer ausgeleuchtet. Ich kann in die Ecken schauen. Also es ist wirklich mehr als ausreichend für alle normalen Zwecke. So, mit 20 Lumen ist es immer noch sehr schön hell. Nicht mehr so hell wie mit 50, aber immer noch ausreichend. So, und das sind jetzt 2 Lumen. Das ist die schwächste Stärke. Immer noch sehr hell, würde ich sagen. So, ich nutze das wirklich aus, dass ich den Sonntag jetzt hier frei in meinem Zimmer habe und jetzt habe ich ein bisschen Zeit, was zu machen. Also nochmal die Frage, ob sich wirklich auszahlt, ein 30 Euro Taschenlampe für den Schlüsselanhänger zu kaufen, also als Schlüsselanhänger, die auch nur keinen Knopf hat, sondern nur einen Drehknopf oben. Wie gesagt, sie ist sehr schön verarbeitet. Es ist nur ein bisschen schmutzig, aber keine Kratzer wirklich abbekommen, obwohl sie eigentlich immer am Schlüsselanhänger hängt bei mir. Das Gewinde ist extrem zart, also das geht wirklich wunderbar genau. Und wie man zuerst schon auf den Bildern gesehen hat, die 50 Lumen reichen absolut. Also das mit den 150, 300 ist eh alles Blödsinn. Man sieht hier für eine Taschenlampe, die kommt vom Schlüsselanhänger mit 50 Lumen, ist die extrem hell. Wobei ich mache auch noch ein Review von einer mit 900, wenn sich's ausgeht. So, jetzt war nur die Schwester kurz da. Also, ich bin der Meinung, wenn man eins haben will, auf das man sich verlassen kann, dass man immer dabei hat und keine Sorgen haben muss, ob es dann funktioniert oder nicht, kann man schon ein bisschen was investieren. Man zahlt ja fürs OLED auch ohne Probleme seine 50 oder 70 Euro, ohne sich zu beschweren. Wobei die OLEDs für 20 Euro oder 30 eben sind auch nicht schlecht, also die Schlüsselanhänger. Ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann bitte Daumen nach oben. Wenn ihr weitere Videos sehen wollt, dann auch die professionelleren von zu Hause wieder, bitte abonniert den Kanal und bei etwaigen Fragen, Anregungen, Wünschen, Beschwerden einfach in die Kommentare. Okay, bis dann, ciao.